was in der letzten Folge The Last of Us geschah. Alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu! Hey, hey, bist du verletzt? Nein! Gott verdammt! Der soll sich jemand anders suchen! Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind jetzt hier auf den Rücken der Pferde, was ganz bezaubernd aussieht, wie ich finde. Da steht Joel unausgesprochen gut. Und leider gab es letzte Woche ja keine Folge von The Last of Us. Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu, das nochmal aufzunehmen in der Woche. Weihnachtsstress und so ist ja jetzt hier ziemlich angesagt. Und dafür gibt es heute aber wieder eine und es geht wie gewohnt natürlich weiter. Und das auf dem Pferd, das finde ich echt cool. Ah, guck mal. Hallo, Ferdi. Hallo, Ferdilein. Sieht sehr cool aus, auf jeden Fall. Haben die toll gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier funktioniert. Ach so. Einfach ein bisschen antreiben. Gut, ich bin da. Ich bin hinter dir. Kann man irgendwie... Nee, sonst kann ich leider nichts machen. Ist vielleicht schon das Schnellste. Ich hoffe, das ist ein bisschen länger, dieser Part auf dem Pferd. Ist nämlich echt mal eine vollkommene Abwechslung. Was gibt's denn hier? Komm mal, Ferdi. Wir gucken mal, was es da gibt. Ja, ich weiß. Ich reite gerade weg. Ich bin aber gleich wieder da, Tommy. Also, keine Sorge. Kann ich auch kurz absteigen oder so? Nee, ich kann... Nee, ich kann nichts machen. Ich kann tatsächlich nichts machen auf dem Pferd. Das ist tatsächlich nur mein kleiner Wegbegleiter. Na gut, okay. Dann reiten wir eben nur den Weg entlang. Antreiben. Ah doch, antreiben geht, okay. Springt auch alleine? Okay. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Naja, ich denke mal, sie hat ein bisschen Angst. Ist aber ein faules Pferd, muss man dazu sagen. Aber wahrscheinlich die beste Fortbewegungsmethode hier in der Apokalypse. Obwohl wahrscheinlich auch eine der gefährlichsten Fortbewegungsmethoden. Denn wenn jetzt erstmal irgendwelche Infizierten kommen, dann wird das Pferdchen bestimmt schon so ein bisschen durchdrehen. Das könnte ich sogar sehr gut verstehen. Und könnte einen abwerfen. Und wenn man abgeworfen wird, dann entstehen auch schnell Knochenbrüche. Und selbst wenn man dann entkommt, könnte man ohne ärztliche Hilfe, was in der Apokalypse ja sehr, hier geht's nicht weiter. Wie nennt sich das? Wahrscheinlich ist. Sehr wahrscheinlich ist. Ja toll, hier geht's nicht weiter. Auf jeden Fall könnte man daran auch sterben. Falling Rocks, ja, die fallenden Steine. Los, Pferdchen, du bist ein Bergpferd. Okay. Pferd will nicht. Ja, was macht... Achso, er reitet schon zurück. Na gut. Elli, was soll das denn bloß? Ab in den Wald, Elli suchen. Ja, warum läuft die überhaupt weg? Das sind aber doch keine... Achso, ja, mit dem Pferd ist sie ja weggeritten, stimmt. So, Pferdchen. Hier rüber springen, hier rüber und... Hopsa. Sehr schön. Aber ist ein sehr schöner Wald, finde ich. Sieht hübsch aus hier. Wenn man nicht gerade hier von Zombies belauert werden würde, dann könnte man tatsächlich hier richtig schön mal spazieren gehen. Ja, Spuren. Okay, ja. Gut. Ich sehe die Spuren auch. Also folgen wir den Spuren. Oh, das ist aber kein schönes Gelände für ein Pferd hier. Oh, immer mal ganz ruhig, Brauner. Alles gut. Okay, wo lang jetzt? Ich glaube, dort können wir eh nicht lang. Das heißt, wir müssen hier lang. Na, dann versuchen wir es nochmal. Glück gehabt, dass da kein Infizierter im... Buschlag. Na komm, spring rüber. Oh. Was war? Oh nein.
Schon wieder irgendwelche Leute. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Ah, Mission. Okay. Getroffen. Da ist einer mit einem Scharfschützengewehr. Getroffen. Was stand denn da eben? Das habe ich gar nicht gelesen. Ich bin so aufs Schießen konzentriert gerade. Ach, da oben. Okay. Das ist ja eine mega coole Waffe. So, das waren drei. Ich glaube, da müsste noch mehr sein. Weil sonst würden die ja wahrscheinlich schon sagen... Entwarnung! Oder so. Wo seid ihr denn? Ich höre sie, aber ich sehe niemanden. Wo seid ihr? Und warum tut ihr uns eigentlich weh? Das finde ich übrigens in der Apokalypse, in allen Spielen oder auch allen Filmen immer total scheiße, dass man nicht einfach ein bisschen kooperieren kann mit anderen, sondern sich tatsächlich gegenseitig immer umbringt. Oh. Oh! Oh, okay. Zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war aber fies von euch. Fies war das. Das hat mich jetzt echt erschreckt. Da bist du. Scheiße, auch noch daneben. Alter, das gibt's doch nicht. Da vergeude ich meine ganze Munition, Mann. Aber ich kann auch nicht einen Molly dafür benutzen. Okay, machen wir dich hier erstmal. Was macht ihr denn da? Rennen wie die Bekloppten hin und her. Zielfernrohr benutzen. Na gut. Machen wir das mit einem Zielfernrohr. Hallo? Seid ihr noch gesund? Geht's euch gut? Oder macht ihr gerade Staffellauf oder sowas? Ah, wir üben schon mal für den Staffellauf. Okay. Das irritiert mich jetzt wirklich extrem. Aber jetzt ist er aufgewacht. Naja, immerhin. Und der läuft immer noch. Ne, hallo? Ich habe gar keinen Molly. Ah! Ich habe einen Molly. Hallo? Falsche Taste. Los, schlag doch! Nicht in die Richtung! Ah, boah, ey. Ja, da hast du aber auch echt selber Schuld. Du hättest den einfach erschlagen können. Das wäre ja überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber das hast du jetzt wirklich selber zuzuschreiben. Muss ich ja leider sagen, lieber Joe. Das geht ja mal gar nicht. So, da oben war doch noch einer vorhin. Na gut, müssen wir hier wieder ein paar mehr Versuche benutzen. Hallo! Oh, da habe ich jetzt aber noch mal Glück gehabt. Okay. Schön warm hier. Ein schönes Feuerchen. Ich meine, es ist ja gerade kalt draußen. Obwohl für den Winter ist es relativ mild, muss ich ja sagen. Oh, das schwebt ein bisschen. Das ist auch schön. Und weg damit! Einfach ein bisschen schweben. Warum nicht? Der steigt schon auf in den Himmel. Entdeckung? Warum Entdeckung? Wo seid ihr verdammt nochmal? Ah, da oben habe ich sie. Wo ist da jemand? Hä? Ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wo die sind. Wir könnten Freunde sein. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Nein, bitte kein Molly. Nein, alles nur kein Molly. Oh. Jetzt hab ich dich, du Niete. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Er hat Niete zu mir gesagt. Ich bin aber keine Niete. Ach, da oben. Da oben. Zeig dich. Ach, ich hasse das, wenn die nicht... Oh, oh. Oh, selber verbrannt. Puh, Gott sei Dank. Das war ja ausnahmsweise mal ein guter Schuss. Man muss ja auch mal Glückstreffer haben. Wenn Sonnenschein kein Glück, wenigstens ein Glückstreffer. Oh, da.
Okay, das habe ich jetzt... Ich wollte eigentlich angreifen. Pff, alles gut. So macht man das. Da. Der war das letzte Mal auch nicht so super. Ja, los. Ach. Scheiße. Warum springt der denn genau zur Seite, wenn ich ziele? Kann mir das mal jemand... Hallo? Los. Hoch. Hoch mit dir. Alter, du sollst laufen, Mann. Nee, das wird wieder nichts. Alter. Ich glaube, ich spinne, ey. Der macht immer genau das nicht, was ich will. Echt, Joel, Mann. Sag, manchmal... Also, reparieren wir uns gleich mal. Manchmal ist es echt... Da fällt mir schon gar nichts mehr ein. Gibt's hier mal ein bisschen Munition, wenn ich schon so viel vergeude? Wo ist denn der Letzte? Obwohl ich nicht weiß, ob es wirklich der Letzte ist, aber vielleicht sollten wir einfach mal hier hochlaufen. Oh, ein Pfeil, ein Pfeil. Und noch andere Sachen. Ich habe ihn doch hier irgendwo gehört. Wo ist er? Der wird mich gleich von hinten überraschen, wenn ich ihn hier versuche, irgendwo zu finden, aber nicht weiß, wo er ist. Ah, da hinten. Wie wär's denn mit Pfeil und Bogen? Wir haben jetzt 5 Pfeile. Das ist so schön lautlos. Oh, geht er genau dann zur Seite, der Penner. Den Po! Ah, daneben. Super. Ja, getroffen. Oh, hast du mich erschreckt, Tommy? Oh mein Gott. Und wieder keine Munition. Ja, aber so mache ich das. Munition vergeuden ist immer das Beste. Das macht richtig Spaß und richtig Laune. Na, warte mal, ich gehe nochmal hier rein. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Aber hier ist nichts weiter. Nein, und auch wenn eine Scherbe auf dem Boden glänzt, die kann man nicht einsammeln. Na gut, okay. Aber vielleicht dort drüben in einer anderen Hütte. Oder hier oben drauf, da ist doch auch noch jemand gestorben. Ja, hier ist doch noch was. Oh, na tolle Heilung. Immer das Gleiche. Ich benutze Heilung, bräuchte es aber eigentlich gar nicht zu benutzen, weil hier irgend so eine blöde Konservendose drum steht. Okay, Moment. Kann ich... Da, das kann ich aber trotzdem nochmal machen, okay. Na, Molly geht noch nicht. Gut, Heilung ist aber auch sehr wichtig. Tommy, wo bist denn du? Wo sind denn unsere Pferde abgeblieben? Ich meine, Ellie ist ja auch mit dem Pferd lang gekommen, wie wir sehen. Moment, aber wir müssen trotzdem erst einmal hier schauen. Hast du mein Pfeil? Juhu, mein Pfeil! Ah, sonst hat er nichts dabei. Hier ist noch der andere Pfeil. Ah, der ist kaputt. Schade. Was war das denn? So, okay. Jetzt würde ich wirklich gerne mit den Pferden weiter. Mal gucken, ob die noch da sind. Tommy, sind die Pferde noch da und lebendig? Genau, zu den Pferden. Oh, das sind aber liebe Pferdchen. Sehr gut erzogen. Mensch. Das begeistert mich aber. Habt ihr schön gemacht, Pferdis. Gehen wir. Und spring rüber. Jawohl. Okay, na los. Oh, ein bisschen okay, na los. Okay, wunderbar. Mann, so gut erzogene Pferde. Das findet man nicht alle Tage, die ganz von alleine kommen. Ach, ich genieße das am besten noch ein bisschen hier das Reiten. Denn ich denke, hoffentlich ist sie entkommen. Es wird so schnell wie möglich hier vorbei sein. Das kenne ich doch. Schöne Parts sind immer schnell vorbei. Okay, na los. Ja. So wie immer. So wie immer natürlich. Ellie, wo versteckst du dich nur? Warum läufst du überhaupt weg? Was für ein Quatsch, wegzulaufen. Oh, und wieder diese wunderschöne Musik. Komm.
Los und hopp. Los. Braves Pferdchen. Ja, erhol dich mal ein bisschen. Wirklich schön, die Wälder hier. Gefällt mir ganz außerordentlich gut. Na komm, wir reiten vorbei. Wir brauchen nicht immer springen. Spar dir deine Kräfte. Du wirst sowieso bald gefressen. Also ich könnte jetzt damit wetten, dass das Pferd daran sterben wird, weil irgendwelche Infizierten uns in Kürze anfallen werden. Denn so endet das doch immer mit Pferden. Oder mit irgendwelchen anderen Leuten. Und so. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Ah, da ist das Pferd. Okay. Gehen wir. Hidden Pines. Okay. Oh. Hops. Danke. Ah, Ellie, da hast du dir mal ein schönes Häuslein ausgesucht. So, binden wir mal das Pferdchen fest. Oder vielleicht bleibt es auch von alleine hier stehen. So, mal schauen. Du kannst eine neue Waffe aus... Warte. Hä? Ach so. Ja, na klar. Halt, dann wollen wir das doch mal machen. Denn warum benutze ich das eigentlich nie? Ich habe noch so viel Munition und Waffen und habe das nie benutzt. Vorsicht. Naja, aber eigentlich gar nicht schlecht. Ja, Ellie? Vorsicht. Ich glaube nicht, dass Ellie hier ist. Hallo? Oh, ein Fernseher. Mein neuer Fernseher. Okay, bringt nichts. Es gibt keinen Strom. Ohne Strom kann man... Achso, es geht auch normal. Okay. Schach können wir spielen. Schach braucht keinen Strom. Das geht auch so. So, hier ist ein bisschen was. Ah, schon wieder so ein Firefly-Anhänger. Den brauchen wir uns aber nicht ansehen. Da steht wieder nur ein Name drauf. Das kennen wir doch schon. Aber auch schön, wenn man die einfach mal einsammeln kann. So, hier kann man alles nicht mitnehmen. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr einsammeln. Bevor wir uns ins Obergeschoss wagen. Da glitzert was. Nein, hier gibt es... Was war denn was? Was ist das für ein Bild? Ach, eine tanzende Frau. Ach, wie schön. Wer kauft sich denn so ein Gemälde? Oh Gott, alles voller Ratten hier. Oh, ich bin gesundheitlich voll. Na, das ist ja scheiße, dass man das nicht mitnehmen kann. Nimm mal ein bisschen Zucker mit. Ellie? Wo bist du? Raus kann man auch nicht. Man könnte sich hier umziehen. Oh nein, voll. So ein Scheiß aber auch. Gibt es hier keine Werkbank oder so? Dass ich das ein bisschen aufstocken kann, das wäre natürlich super. Naja, gut.